do not attempt to board the helicopter. Hallo, heute gibt es wieder den lang erwarteten Qualitätscontent für GTA Online in Form von Vollidioten in GTA. Dem Format, wo das Material niemals ausgeht. Super, oder? Finde ich auch. Und er da unten ist unser erster Patient. Bevor ich allerdings mehr über ihn spreche, möchte ich noch anmerken, dass es mich sehr gefreut hat, dass euch das Special zu GTA 4 gefallen hat. Das war nämlich eine Sache, die ich persönlich für eine sehr coole Idee gehalten habe, und es ist sehr nett, dass ihr das auch für eine sehr coole Idee gehalten habt. Das ist gut. So, was hat er hier verbrochen? Er saß auf dem Noob-Bike. Ich bin einfach so in die Lobby gekommen, hab gesehen, da fliegt einer mit dem Noob-Bike rum, und da habe ich mir gedacht, okay, er ist fällig. Genau so macht man das. Sobald sich eine Gelegenheit ergibt, bringt man sie um. Und wisst ihr, ich weiß nicht, was der da angestellt hat mit seinem stationär in der Gegend herumschwebenden Noob-Bike, aber als ich gesehen habe, dass er gestorben ist, habe ich mir gedacht, gut, muss ich mal hinfliegen. Und dann schwebt das da in der Gegend rum. Ich weiß nicht, ob der da einfach runtergesprungen ist und dann auf den Boden aufgeschlagen ist oder was er da gemacht hat. Jedenfalls besonders kompetent kann es schon mal nicht gewesen sein. Das allein reicht aber noch nicht, um ihm einen Platz in diesem Video zu verdienen. Das folgt noch. Denn gleich, nachdem ich weggeflogen bin, habe ich dem geschrieben, er soll aufhören, Oppressor zu fliegen. Daraufhin hat er dann auch recht bald die Lobby verlassen, aber das ist noch nicht das Faszinierende an der Situation, das ist vielmehr seine Antwort an mich und der Umstand, dass er überhaupt wusste, was ein Oppressor ist. Denn wenn es nach seiner Antwort geht, die ihr gleich auch noch seht, fliege ich ja hier gerade Avenger, müsst ihr wissen. Aber so ist das mit den Noobs. Noob-Bike, das kennen sie, aber Avenger und Akula unterscheiden, das kriegen sie nicht auf die Reihe. Ich habe dann gesehen, dass die Orangenen hier hinten am Kills machen sind und habe mir gedacht, da mache ich dann mal ein bisschen mit. Ich habe auch gesehen, womit sie Kills machen. Mit Noob-Bikes, mit was sonst. Und als ich dann da angekommen bin, habe ich die Antwort bekommen, die ich schon erwähnt habe. Und anhand dieser Nachricht kann man wieder alles aufzeigen, was in diesem Spiel so total falsch läuft im Moment. Er hat dafür bezahlt. Ja, er hat reingepayt, er hat sich sein Noob-Bike mit Shark-Cards finanziert. Das findet er dann auch noch toll, das erzählt er dann auch noch rum. Und damit hat er sich dann ja das Recht verdient, damit in der Gegend herumzufliegen, so denkt er sich das. Nein, offensichtlich nicht. Damit hast du nur bewiesen, dass du ein kleiner Hurensohn bist. Aber so ist es. Da können hier teilweise Low-Level in dem Spiel mit dem Noob-Bike rumeiern. Denn das ist, was sie kennen, das ist, was sie sehen. Und dann denken sie sich, boah, ich bin Level 30, 40, 50, 60. Boah, ich krieg auf die Fresse von so einem Typ mit dem Noob-Bike. Jetzt pay ich rein und kauf mir ein Noob-Bike. Dann kann ich das Noob-Bike mit meinem Noob-Bike Noob-Biken. Und das finden sie dann voll okay und voll richtig. Und das ist dann GTA für die. Alles für die Shark-Hearts von den kleinen Muggeln. So denkt sich das Rockstar. Und dabei ist es denen auch vollkommen egal, dass das Niveau im Spiel immer tiefer in den Keller sinkt. Förmlich einen Totalabsturz hinlegt. So wie mein Akula hier einen Totalausfall hat und abstürzt. Prima Sinnbild für GTA. Und dabei ist es mir auch wirklich scheißegal, wen ich in GTA umbringe. Die Casuals, die Schwitzer, die Low-Level, die High-Level. Es ist völlig scheißegal in 9 von 10 Fällen. Trifft es den Richtigen. Und wenn man einen umbringt, der vorher auf dem Noob-Bike gesessen hat, dann trifft es auch in 10 von 10 Fällen den Richtigen. Und der Ausweg aus meiner Situation hier, wieder passend zum Gleichnis für GTA, ist, dass ein Zuschauer mich mit einem Akula abholt. Ja, gute neue Fahrzeuge wie ein Akula. Das wäre der Ausweg, um die Balance in GTA Online doch wieder interessanter und besser zu gestalten. Und was bekommen wir stattdessen? Einen nutzlosen Stealth Annihilator. Es ist doch echt toll. Und das U-Boot. Das U-Boot ist wenigstens nicht schlecht gewesen, das ist ganz okay. Aber das kann es doch wirklich nicht gewesen sein. Und wenn ich dann so Dinge mitbekomme wie letztens, dass die einen Patch machen, um den Spoiler von irgendeiner Ranzkarre richtig zu patchen, da frage ich mich, als ob es keine größeren Probleme in diesem Spiel gibt. Habt ihr eigentlich sonst nichts zu tun? Und bei all diesen Problemen muss man sich dann den Spaß in GTA Online selbst machen. So wie im Intro. Ich zeige in diesem Video mal ein bisschen was behind the scenes, wie wir das angestellt haben. Mit dem Savage, dass wir den sprengen können. Da haben wir uns einen Casual rausgesucht, der da unten rumgefahren ist. Und haben den beobachtet, was er so macht. Was soll ich euch sagen, der Typ da unten, der hat das Autofahren auch definitiv nicht erfunden.
Weiß der überhaupt, wo der hinfahren will? Kann er sich überhaupt orientieren? Kriegt er es auch mal ein paar Meter ohne Unfall zu fahren? Schwierig, höchst schwierig bei ihm. Irgendwann ist er dann angekommen an seinem Ziel, dem Klamottenladen. Und da haben wir dann den vorher präparierten Savage gelandet und sein Auto beseitigt. Ja, das hinterfragt er auch kein bisschen. Da steht dann ein Savage, wo vorher sein Auto stand. Und sein Auto ist weg. Kein bisschen suspicious. Da geht er in den Heli rein und dann wird er weggesprengt. Es beschreibt wunderbar den Zustand der Spielerschaft in GTA, dass sowas auch heute noch funktioniert. Habe ich auch schon früher gerne gemacht, als das Spiel neu war. Und das war großartig in den glorreichen PS3-Zeiten. Ganz am Anfang, als es auch noch keine Noobbikes und diesen ganzen Dreck nicht gab. Was es aber gab, waren prestigeträchtige Supersportwagen. Nicht der Ranzkarrenkram von heute, da war es wirklich noch was Besonderes, wenn man einen Supersportwagen hatte. Denn ganz am Anfang, als das Spiel rauskam, da waren die noch nicht so verbreitet. Weil es das Sharkheart-System noch nicht gab in den ersten paar Tagen und ich meine sogar in den ersten paar Wochen. Das wurde erst mit etwas Verzögerung aktiviert, nachdem die da einige Probleme beseitigt haben. Wenn man also einen Supersportwagen hatte und haben wollte, dann gab es da nur einen Weg, man musste sich den ergrinden, entsprechend selten waren die. Und wenn man dann eine schöne und teure Karre da beim Los Santos Customs auf den Parkplatz gestellt hat, wunderbar akkurat eingeparkt, so als würde das dahin gehören, dann haben die meisten Leute nicht gecheckt, dass die Karre einem gehört. Damit konnte man so geile Fallen machen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe das Auto so geparkt, dass ich von einem Dach, was ich mir vorher ausgeguckt hatte, perfekt in die Frontscheibe snipen konnte. Und immer wenn sie eingestiegen sind, habe ich sie rausgesniped. Und für den Fall, dass es einer mal irgendwie geschafft hat, wegzufahren, war eine Sticky an der Karre und dann habe ich die Karre gesprengt. Die sind immer wieder da reingestiegen. Es war großartig. Das war Vollidioten in GTA, noch bevor dieses Format überhaupt existiert hat. Und das brachte mich jetzt auf die Idee, dass ich euch doch mal wieder Hausaufgaben gebe. Für GTA. Nicht die Art von Hausaufgaben, die euch langweilen, die machen Spaß, auf jeden Fall. Ihr achtet in Zukunft einfach mal darauf, wenn da einer im Klamottenladen oder Ammunition oder beim Maskengeschäft ist, was davor steht. Und wenn da ein Noobbike ist, dann macht ihr da eine Sticky dran. Ihr könnt vorher Lester auf Raider gehen, damit er das nicht merkt, dass ihr da mit seinem Noobbike euch zu schaffen macht. Und wenn er dann fertig ist und auf sein Noobbike steigt, dann sprengt er das weg. Es wird großartig, es wird Spielspaß pur, ihr werdet euch schlapplachen und er wird nicht verstehen, was passiert ist. Kann nur gut werden. Und nebenbei bemerkt, werden wir so ja auch dem Bildungsauftrag von Vollidioten in GTA höchstwahrscheinlich auch noch gerecht, da der ein oder andere bestimmt seine Map-Awareness etwas verbessern wird, wenn man mehr auf die Geschäfte und ähnliches achtet, wer da so drin ist, weil man einfach mehr auf die Map achtet. Und vielleicht kriegen wir sogar den ein oder anderen traurigen Bodenhansel-Tryhard dazu, dass auch der zur Abwechslung mal mit seinen Stickies etwas Produktives anstellt, statt sich immer nur selbst wegzusprengen. Ja, da kann man sich schon mal stolz selbst auf die Schulter klopfen, wenn man zur Abwechslung mal jemand anders mit der Sticky wegsprengt, statt immer nur sich selbst. Gratulation. Einfach großartig. Genauso großartig, wie wir hier in der Zwischenzeit die Orangenen mit dem Hunter weiter bespaßt haben. Ja, die haben ja angefangen, Spieler zu töten. Ja, die haben ja offensichtlich jetzt richtig Bock auf PvP. Hat man ja eine klasse Rechtfertigung, ne? Und jetzt können man sie absolut zu Tode abfarmen. So lange, bis sie irgendwann aus der Lobby quitten. Auch das ist GTA. Und das sieht hier schon echt sehr idyllisch aus. Mit dem Fluss und dem Wasserfall und den Felsen. Mit der Sonne dazu und oben darüber ein Kampfhubschrauber. Es ist wunderschön. Das sind die Momente, in denen GTA einfach Spaß macht. Aber ich muss ehrlich sagen, es wird noch mehr Spaß machen, wenn man mehr als drei in dieser Meta relevante Kampfhubschrauber zur Auswahl hätte. Am Anfang haben sie den Akula abbekommen, dann den Hunter, nebenher noch ein bisschen Savage. Wie schön wäre es, wenn es noch eine weitere Option gäbe. Dabei ist es mir auch vollkommen egal, ob das jetzt was Kleineres, Wendigeres wäre, wie beispielsweise die Viper aus BF4, oder etwas Größeres, Tankigeres, mit mehr Feuerkraft, wie ein Tiger, wenn man den richtig umsetzen würde. Aber ich würde echt gerne noch einen weiteren Attack-Helikopter sehen, der was kann. Und habt ihr gesehen, was wir hier gerade gesehen haben? Da ist er, der RC-Panzer. Ja, da ist der andere hin von den beiden.
hat er Bock, mit dem nächsten Noob-Gerät aufzufahren, dem RC-Panzer. Meine Güte, wie sie GTA Online verschandelt haben. Hätte man das einem erzählt, als das Spiel rauskommt, dass irgendwann fliegende Motorräder, ferngesteuerte Panzer, Jets, Helis und Orbitalkanonen und U-Boote nicht zu vergessen, die Meta dieses Spiels ausmachen. Ich glaube, das hätte einem keiner geglaubt. Aber so ist das. Genauso wie die jetzt hier das abbekommen, worauf sie eigentlich gar keinen Bock haben, hat die ganze GTA Online Community das abbekommen, worauf sie eigentlich so gar keinen Bock gehabt hatte. Und das ist jetzt auch der Grundsatz für PvP in diesem Spiel. Die Leute müssen immer das abbekommen, auf das sie keinen Bock haben, denn nur so ruiniert man ihnen richtig den Spielspaß. Und wenn man ihnen richtig den Spielspaß ruiniert, dann haben sie keinen Bock mehr auf PvP und dann haben sie keinen Spaß und dann gewinnt man den Fight. Die logisch nächste Frage ist dann, wie weit man bereit ist zu gehen, um den Fight zu gewinnen. Die Frage nach den Grenzen, die man bereit ist zu überschreiten. Eine Grenze, die ich zum Beispiel habe, die ich nicht überschreite, ist die Verwendung des Noob-Bikes, weil das Ding einfach kein Niveau hat und weil man, wenn man ein Noob-Bike in einem Fight benutzt, beweist, dass man als GTA-Spieler kein Niveau hat. Genauso wie die Leute, die kein Noob-Bike benutzen, schon mal ihr Niveau dadurch unter Beweis stellen, dass sie das Ding eben nicht benutzen. Und zwar grundsätzlich und kategorisch nicht. Weitere Grenzen sind beispielsweise die Orbitalkanone oder Glitches wie Godmode-Glitches oder Wall-Breaches. Auch das sollte man als vernünftiger Spieler nicht machen. Aber das heißt nicht, dass ich fair oder nett spiele. Und wo kam das Noob-Bike jetzt her? Und dann ist er da an diesem Berghang. Und dann schießt er auf den Heli die Rakete und weil er so nah am Berghang ist, sprengt er sich dann mit seinem Drecks-Noob-Bike selbst weg. Das ist Instant Karma. Einfach großartig. Einfach großartig. So, wo waren wir? Wir waren bei den Grenzen. Hätte er Niveau gehabt und ein vernünftiges Fahrzeug benutzt, dann hätte er sich so wahrscheinlich nicht weggesprengt. Aber so, ja, ist halt bedauerlich mit seinem Drecks-Noob-Bike. Wenn er nicht lernt, vernünftige Fahrzeuge zu benutzen, dann lernt das halt nicht und dann ist er halt ein scheiß Lappen. Und genau so sieht das auch mit PvE-Verwendung des Noob-Bikes aus. Hört einfach auf, das Ding überhaupt zu verwenden. Ihr braucht das nicht für PvE. Das könnt ihr mit allen möglichen Fahrzeugen machen. Wenn ihr auf dem Noob-Bike rumeiert, dann weil ihr zu schlecht seid oder ihr es einfach total bequem findet, auf dem Noob-Bike rumzueiern. Das spricht nicht für euch. Und weil das nicht für euch spricht, erklärt es euch quasi zu einem Ziel, belastet zu werden. Weil Noob-Bike grundsätzlich ein Ziel ist, das man belasten sollte. So wie ihn hier. Wie er da angeeiert kommt. Es sieht auch immer so lächerlich aus. Und das hier ist ein schöner Longshot, den wollte ich auch noch zeigen. Stellt euch mal vor, die Leute würden so weit rendern. Es wäre traumhaft. Naja, vielleicht wird es dann ja mit den neuen Konsolen so kommen. Allzu optimistisch bin ich ja nicht, aber ich muss schon ehrlich sagen, ich bin recht gespannt, was die neue Version von GTA Online auf PS5 anbelangt, die dann ja irgendwann dieses Jahr noch erscheinen wird. Habt ihr gesehen, wo die Rakete herkommt? Da unten, straight aus dem Haus raus, ja, da ist auch schon wieder ein Wallbreach und der campt da drin mit seiner Führungsflucht und vor dem Haus stand ein Noob-Bike. Da hat man auch schon wieder in ein paar Sekunden alles gesehen, was man sehen muss. Und das ist halt die Sache. Es gibt so viele Probleme in diesem Spiel, weil Rockstar über Jahre das vernachlässigt hat. Selbst wenn die jetzt mit der neuen Version sich kümmern wollen würden, können die gar nicht alles fixen, was die vorher angerichtet haben und was sie vorher über Jahre ignoriert haben. Das kriegen die einfach nicht hin. Das ist eine Mammutaufgabe, die sie nicht bewältigen können. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass sie zumindest mal ein bisschen was machen würden in der Richtung. Dass sie zumindest ein bisschen an dem Spiel arbeiten wollen würden. Aber das ist wahrscheinlich auch not given. Vielleicht wird es ja auch alles anders kommen. Und dann freuen wir uns alle, dass es besser wird. Aber ich bin gespannt, inwieweit ich mit meinem Statement, dass es das nicht wird, recht behalten werde. So, und das hier war ehemals der Orangene, der vorher die Helis abbekommen hat. Ich habe ihn mit dem Jet geexplosniped, als er im Jet war. Und ja, das war wohl zu viel für ihn. Da hat er sich gedacht, Mensch, ich wurde zwar 30 Mal vom Heli abgefarmt, aber dieser eine Kill jetzt mit Explosniper gegen den Jet, der war zu viel. Jetzt quitte ich. Echt klasse, echt klasse. So, und der Blaugraue da, der hat seine Führungsflucht offensichtlich erfolgreich abgeschlossen und dann hat er sich weggesprengt, um aus dem Wallbreach zu kommen. Ja, das war ein schlimmer Fehler. Und dann kommt er draußen an und sprengt sich wieder weg, weil er realisiert hat, oh, da wollen ja welche mich umbringen. Dann ist er gespawnt und dann war er wohl nicht schnell genug. Da hat er sich direkt Sperrfeuer gefressen.
Das sind dann die berühmten 1-0-Els gegen die Spieler, die genau die berühmten 1-0-Els nicht abbekommen wollen. Sehr ärgerlich für ihn. So, und dann spawnt er da hinten und kriegt direkt die nächsten 1-0-Els vom nächsten Spieler, vom Avenger aus. Das ist schon sehr bedauerlich für ihn. Da wird er sich bestimmt richtig ärgern. Hat er sich so sehr geärgert, da ist er zum ferngesteuerten Auto geworden. Ja, das darf ja auch nicht fehlen hier. Die Bespaßung in diesem Game mit dem ganzen Noob-Scheiß, das ferngesteuerte Auto müssen wir auch noch mit aufnehmen. Neben dem RC-Panzer und dem Noob-Bike und der Orbitalkanone. Ein weiteres Schmutzfeature, das dieses Spiel nicht gebraucht hätte. Aber wir haben es gefunden und kaputt gemacht. Und daraufhin hat er sich dann erstmal wieder weggesprengt. Ja, ganz viel Spielspaß. Und dann ist er sich Sharkhearts angucken gegangen, um den Respawn sehr lange zu verzögern. Dann bin ich erstmal wieder weggeflogen, weil es ja keinen Sinn hat, da so lange zu warten, bis der dann irgendwann mal spawnt. Das macht ja schon der Avenger. Das reicht dann auch aus, wenn das der Avenger macht. Sollte man zumindest meinen. Irgendwann ist er dann tatsächlich gespawnt, hat sich direkt gesprengt, geghostet und noch ein paar Mal gesprengt und dann war er wieder in seinem Warbeach drin. Und in so Momenten frage ich mich dann immer, ob die Leute wirklich Spaß haben, wenn die so spielen. Er anscheinend schon. Er hat ihn jedenfalls nicht mehr, als der Avenger ihn dann irgendwie aus dem Warbeach rausgewallbankt hat. Wie? Ich kann es euch kaum erklären. Ich schätze mal, dass da zwei Probleme von dem Spiel aufeinander getroffen sind. Nämlich in dem Fall die Tendenz, dass Schüsse vom Avenger ja mal ganz gerne durch den Boden durchbacken und dann werden die wohl durch das Haus durchgebackt sein und ihn dann so gehittet haben. Ja, ärgerlich für ihn. Danach ist er aus der Lobby gegangen. Das Ende dieser Lobby möchte ich an dieser Stelle auch schon mal vorwegnehmen. Es endete damit, dass ich nur noch im U-Boot gecampt habe, weil da ein Typ in der Lobby war, der dauerhaft Orbi gespammt hat auf alle möglichen Leute. Und dann war ich im U-Boot geghostet. Ja, damit mich die Orbi im U-Boot nicht trifft, damit ich wenigstens noch ein paar letzte Minuten Spielspaß habe, indem ich ein paar TV-Raketen auf irgendwelche ahnungslosen Hansel in der Gegend schieße. Super toll. Ja, spätestens wenn ein Orbi-Spammer da ist, geht es mit dem Spiel komplett nur noch bergab. Da kann man nichts mehr machen. Überhaupt keinen Spielspaß mehr. Das ist das Schlimmste von allem, was es in diesem Game gibt. Hier ist ein schöner Viererkill, um euch zu beruhigen. Toll, oder? Ist man direkt gleich viel beruhigter. Aber Real Talk, dieses Frozen Money Orbi-Spam-Geglitsche ist wirklich ein Riesenproblem auf PlayStation geworden. Es hat sich immer weiter ausgebreitet, es stört extrem und in fast jeder Lobby taucht irgendwann, früher oder später, wenn man lang genug das spielt, einer auf, der das kann. Und deswegen muss man extrem darauf achten, dass man nicht orbitalbar durch die Basis ist. Und ob da Leute in der Basis sind oder nicht. Und Ghosten hilft dann erstmal, aber wirklich sicher vor Orbi-Spam kann man eigentlich nie zu 100% sein. Weil der, wie gesagt, immer wieder feuern kann. Und da müssen sie was machen. Es muss was dagegen gemacht werden. Ich hoffe, dass es auf der PlayStation 5 Version dann zumindest nicht mehr existiert. Aber wenn doch, dann ist dieses Problem hoffentlich die Number One Priority für Rockstar. Das sollte sie eigentlich jetzt schon sein. Und was machen sie stattdessen? Den schon erwähnten Patch, wo sie den Spoiler von einem Supersportwagen ändern. Denn das ist ja offensichtlich das, worauf es ankommt, nicht wahr? Und wenn die sich da überhaupt nicht drum kümmern, dann muss ich in Zukunft wohl einfach etwas mehr auf Xbox spielen. Denn da gibt es dieses Problem, in dieser Art zumindest nicht. Da ist das vielleicht existent, ich bin mir nicht sicher. Dafür spiele ich zu selten auf Xbox. Aber auf jeden Fall, wenn es existiert, extrem selten. Apropos extrem selten, sind wir beim nächsten Star der Show. Achtet mal auf den Motorradfahrer da im Hintergrund. Habt ihr gesehen, wie der rumgeleckt hat? Mal ganz davon abgesehen, dass das Alien erst gerendert wurde, als er auf sein Noobbike gestiegen ist. Das war auch schon sehr traurig. Aber dieser laggende NPC-Motorradfahrer, das war der Vater von Kevin hier. Der Kevin. Ich habe ja schon echt viel laggenden Bullshit gesehen in GTA Online. Aber der Kevin hier, der toppt echt alles. In seinem Savage. Seht es euch an, wie er da hinten am Rumskippen ist. Das ist ja schon so ein bisschen wie der Motorradfahrer eben. Aber was da gleich kommt, das ist auf einem völlig neuen Niveau. Ich habe wirklich noch nie so etwas Laggendes in GTA gesehen. Was hat der für Internet? In welchem letzten Buschloch in Ghana sitzt der, dass er so Internet hat? Wie hat er überhaupt Internet? Hat er dafür irgendwelche Buschpflanzen ausgeschlachtet und daraus die Leitung gebaut? Da ist der Kevin und jetzt ist der Kevin weg. Ja, wo ist der Kevin hin? Ach, da oben ist er. Der hat den Bambusaufzug genommen. Es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich.
habe ich den Kevin gehittet. Da denke ich mir, gut, der fällt da runter, der hat Totalausfall. Nee, denkst du, ich habe ihn gekillt. Das Spiel hat es nur nicht umgesetzt bekommen, weil der so laggig ist. Und so ein laggender Kevin, der ist dann so laggig, der zieht die ganze Lobby in Mitleidenschaft. Da fangen dann sogar die NPCs an rumzulaggen, weil der Kevin so ein laggender Lappen ist. Es ist unglaublich. Das sollten sie auch mal auf die Reihe kriegen. Also das sollte in GTA auf der PlayStation 5 nicht mehr so sein, dass dann die ganze Lobby in Mitleidenschaft gezogen wird, weil da ein so ein Kevin ist mit laggendem Internet. Es ist traurig. Es ist echt traurig. Deswegen habe ich auch noch hier den letzten Savage-Clip für euch, damit ihr nochmal was Schönes und Produktives seht zum Abschluss und nicht so eine traumatisierende Rumleck-Erfahrung mit Kevin. Ich finde den Clip allgemein ganz cool. Nicht, weil die Kills was Besonderes sind, sondern weil da gleich ein Moment ist, den ich persönlich ganz episch fand. Ich stelle mir das aus deren Perspektive zumindest ziemlich cool vor. Mal davon abgesehen, dass sie von einem Kampfhelfer verharzt und abgefarmt werden. Die Szene kommt gleich, nachdem ich einen kurzen Ausfall mit dem Heli habe. Ich fliege hier lang, nehme den Berg als Deckung und dann will ich hier rumfliegen, um dann nah an sie ranzukommen. Weil es hier ein bisschen tiefer runter geht, ja? So, dann gehe ich ein bisschen tiefer, als ich eigentlich will, wegen dem Ausfall hier. Und dann erhebt sich der Savage hier so über die Kante und minigunt sie weg. Das muss für die doch mega cool aussehen. Ja, und damit hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.